Jetzt kommen wir zum weiteren Game Changer. Ich mag den Namen eigentlich gar nicht, aber es ist halt jetzt so Neudeutsch. Der Corsa E von Opel. Wenn ich hier so rumschaue, Opel hat einen verhältnismäßig großen Stand. Und um den Corsa E, das ist ja nicht der einzige, wir haben hier noch einen blauen, den zeige ich dann. Und da hinten ist noch ein silberner oder was, oder weißer. Und selbst da ist auch sehr viel los, sehr viele Leute. Aber es ist, der Platz ist frei, da werden wir uns jetzt dann mal reinsetzen. Dankeschön. Und der hat eine 50 Kilowattstunden Batterie. Und damit kommt der, ich weiß nicht, wie viel jetzt gerechnet wird, aber ich sage mal so, auf jeden Fall 400 Kilometer. Preislich, glaube ich, liegt er so um die 30.000 Euro. Ich werde es wieder da oder dahin tun, je nachdem. Und optisch, es ist halt ein Verbrenner, ein umgebauter Verbrenner, das merkt man. Aber es ist ja nicht unbedingt die schlechteste Alternative. Besser einen umgebauten Verbrenner als gar kein E-Auto, meines Erachtens. So, jetzt sitze ich im Opel Corsa E. Man sieht eigentlich jetzt keinen großen Unterschied zum normalen Corsa. Außer ja, die Bedienung der Gänge. Materialanmutung ist ja wie immer eigentlich sehr, sehr gut. Übersichtlich, das Display ist auch von der Auflösung her ganz gut. Aber es ist halt ein ganz normaler Corsa vor der Karosserie her. Nur eben ein intelligenter Antrieb. Ich denke mal, dass der neue Corsa, wie man jetzt auch hier den Zuspruch sieht, eigentlich sehr gut ankommen wird. Jetzt bin ich gespannt, wann der Astra folgt und dann der Insignia irgendwann mal.